Jo Leute, was geht? Bin gerade draußen und scheißegal. Der Punkt ist, heute konnte die Sensation des Jahrtausends stattfinden. Unser Dance Vians 8 trifft auf Wally. Wer es nicht kennt, das ist auch so ein ehemaliger YouTuber. Auch ungefähr in meiner Größe. Also nicht irgendwie ein Fame-YouTuber, den alle kennen oder so. Nee. Also gerade mal auf meine Augenhöhe halt. Und es könnte sein, dass diese zwei, also ich und der Wally, sich heute treffen. Ja, Mann. Aber nur vielleicht. Jo Leute, was geht? Bin gerade draußen und scheißegal. Der Punkt ist, heute konnte die Sensation des Jahrtausends stattfinden. Unser Dance Vians 8 trifft auf Wally. Wer es nicht kennt, das ist auch so ein ehemaliger YouTuber. Auch ungefähr in meiner Größe. Also nicht irgendwie ein Fame-YouTuber, den alle kennen oder so. Nee. Also gerade mal auf meine Augenhöhe halt. Und es könnte sein, dass diese zwei, also ich und der Wally, sich heute treffen. Ja, Mann. Aber nur vielleicht. 22:55 Uhr ist jetzt gerade. Der hat vor ungefähr 10 Minuten gesagt, in 25 Minuten ist er da, also ich habe dann berechnet das ganze Ding und ungefähr 23:09 Uhr ist er dann wahrscheinlich dann hier. So. Hier gibt es übrigens ein kleiner Fun Fact, wenn ich den dann wirklich dann sehe, dann ist das die dritte Person aus dem Internet, die ich dann in Real Life kenne. Nur mal so, kleiner Fun Fact. Ja. Auf jeden Fall, ich halte euch dann auf dem Laufenden. Na, fängt das schon mal gut an. Habe ich gerade Nachricht bekommen, dass er sich verfahren hat. Okay. Ja. Mal sehen, was da noch so kommt. Ja gut, es ist jetzt fast 0 Uhr. Es ist jetzt ja fast 2 Stunden rum. Ja. Der Kollege hat, der hat ja gesagt, der hat sich verfahren. Ja, der hat dann aber gesagt, der ist dann in 10 Minuten. 10 Minuten ist er dann da. Okay. Hoffen wir es mal. Ja. Wäre halt auch sonst blöd, weil wie gesagt, ich sitze hier seit 2 Stunden und so weiter. Naja, mal sehen, wie gesagt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ob doch da nachher wirklich hier einen, ja, ob wir den wirklich sehen oder nicht. Mal sehen. So, was geht? Ich habe es gerade mitbekommen. Der muss hier auf dem Messplatz sein. Ja. Da habe ich gerade ein Bild von dem Ding, alles dunkel hier gerade. Alles dunkel. Entweder ist das fahrende Auto da drüben, was er gerade fährt, oder das da. Wahrscheinlich ist es das fahrende. Ich habe keine Ahnung. Nee. Das ist wahrscheinlich der da vorne irgendwo. Lollig. Mama auf, Alter. Nee. Warum? Mama auf. Der Wally am Start. Servus, was geht? Hallo. Hallo. So sehen wir uns auch mal endlich. Ja. Ja, Mann, was geht? In die Richtung. What the fuck? Darf ich an den Füßen nicht? Nee, Mann. Wie geht's auch mit dir? Sag mal, ich mach grad Video für TikTok. Sag mal, servus. Hey. Sag mal, servus für TikTok. Servus.
Lauter, warum bist du so leise, Mann? Weil ich auf die Laufstrecke. Ja, okay. Man hört dich kaum. Darf ich dich übertragen? Was? Darf ich dich übertragen? Nein, Mann. Ach du Scheiße, was geht hier gerade los, Alter? Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Das ist anders wild. Bruder, was geht jetzt ab? Was? Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Ich lauf nirgendwo hin, ich fahr runter. Ja, schön. Wen habe ich denn hier gerade getroffen? Der Walli. Der Walli. Dan und Walli unterwegs, Alter. Ja, Mann. Also Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, was für eine rasante Woche. Inklusive Wochenende. Weil, wie gesagt, also zuerst war ich in Donaueschingen und da oben halt im unten, ja gesagt, am Bodensee halt, aber nur nicht am Bodensee selber, sondern halt in der Gegend. Und dann eben Donaueschingen und so weiter. Dann gestern, seit gestern geht mein Deutschland-Ticket. Seitdem bin ich auch immer wieder am Straßenbahn fahren, hier ein bisschen in der Gegend. Klar, weil jedes Mal halt Tickets einzulösen, zack, zack, ist halt blöd, weißt du, die Dinge, das stresst mich so sehr. Jo. Und dann, somit bin ich halt gestern dann mit einem Kumpel rumgefahren, war dann nach jahrelangen Dings mal wieder bei dem zu Hause. Ja. Und dann sind wir in Nordstadt gefahren und heute habe ich einfach nach 4 Jahren den Walli getroffen. Ja. Also echt eine krasse Woche. Na dann, mal sehen, was die nächste Zeit so mit sich bringt. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war echt eine interessante Woche.